So, da sind wir wieder. Willkommen zurück, Freunde. Zu Nio, ich habe ein Kabel gefunden. Lass mich aus meinem Inventar raus. Lass mich mal bitte eben kurz ein bisschen Distanz reinbringen, bevor ich hier eine Strategie verfolgen kann. Guck mal, der Typ jetzt hinrennt. Viel zu langsam. So. Du bist wieder langsam. Dann vergiften wir dich jetzt einfach. Der Kampf. Fies. Du auch. Grüß dich. Mensch. Komm sofort. Nein. Scheiß Ebenen. Was wäre das? War ein bisschen hin und her in der Reihe. Wie Hanzo schon sagte, ein sehr grausamer Brauch, aber ich sag mal so, irgendwo kann man es nachvollziehen, aber irgendwo halt auch wieder nicht. Ganz wesentlich schlimmer finde ich ja immer noch die Version von Witcher, wo die ihre Kinder auf so einen Pfad gebracht haben, den Trail of Treats, also den Pfad der Süßigkeiten. Fand ich viel schlimmer. Also noch schlimmer. Ich find's, also ja, ne, nicht, dass ich das gutheißen will, aber ja. Ich sag mal so, ja, jemand klingt jetzt grausam, aber lieber alte Menschen als junge Menschen in solchen Fällen. So, wir wissen deine heldenhaften Bemühungen zu schätzen. Ich habe dem Mann von seiner Mutter berichtet. Er scheint grausam, aber er muss die Folgen seiner Taten akzeptieren. Wenn es etwas zu bedauern gibt, dann, dass er zu so einem Menschen geworden ist. Wie für eine Maske? Maske des rachsüchtigen Geistes. Was auch immer das ist. Können Sake herstellen beim Schmied. Gehen wir den mal eben kurz. Sehr schön. Noch nicht mehr. Ich weiß, wenn Inventarschaden heilt. Achso, ist vom Prinzip her, um zum Beispiel Verbrennung zu heilen. Will ich jetzt mal spontan schätzen, oder? So, ich will mal eben kurz zum Schrein. Ninjutsu-Fähigkeitspunkte, die gehen direkt aus. Die Stunden, er war nicht verkehrt. Er
Giftschuriken aber auch nicht. Lähmungsschuriken auch nicht. Die sind die... Oh, nochmal die Feuerschuriken. Kunai, normale Kunai, Giftschuriken. Hier unten, genau, aber die hatte ich schon voll. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal noch die Giftschuriken mit. Könnten wir nicht den Schaden über Zeit von uns noch erhöhen? Genau hier, aber das kostet wieder 6. Das ist interessant, aber unnötig. Die Schnellwechselrolle. Ich glaube, die hole ich mir auch mal, aber dafür brauchen wir halt wieder Fähigkeitspunkte, die wir nicht haben. So, was haben wir noch bekommen? Kein Rufgutschein, aber auch. Dann eben immer kurz in die Ausrüstung gucken, ob wir. Cool, das für die Iga Ninja. Was war das Set nochmal? Ninjutsu-Gegenstände wiederherstellen. Benutzung belebter Waffe. Okay, das heißt, wenn wir die belebte Waffe benutzen, haben wir eine 31%ige Chance, Jutsu-Gegenstände wiederherzustellen. Interessant. Ninjutsu-Kraft, Nahkampfschaden, Schadensbonus für Ninjutsu Doppel-A. Nicht schlecht, aber ich meine, das Schöne sind diese 10% Nahkampfschaden, aber nee. Und ich meine, hier haben wir über 11% Nahkampfschaden schon mit dem Set bei 4 Teilen. Und hier würden wir auch nochmal Nahkampfschaden drauf kriegen, aber dafür müssten wir nochmal 4 Teile haben. Das heißt, wir müssten Kanemitsu. Ich glaube, der unübertroffene Krieger kämpfte mit einem Schwert, ne? Das heißt, es wird ein Katana sein. Das könnten wir halt noch. Gut, wir haben da seinen Yumi, was ganz nett ist. Dann hätten wir das theoretisch, also bräuchten wir dieses Katana dafür. Ich meine zumindest, dass es ein Katana ist. Noch ein ganz anderes Set. Masamune. Achso, von dem Schwertmeister. Glaube ich zumindest. Ein Schwertmeister-Set. Kann man nicht irgendwie mal nach Dingen sortieren? Es könnte auch ein Speer gewesen sein, wobei Speere glaube ich auch über Kusarigamas. Und ich habe natürlich jetzt auch die ganzen Waffen wieder verkauft. Ja. Gut. Bleibt uns nur noch Samurai aus Sawayama. Ist ja Stufe 127, ist vollkommen broken. Alter, so ist es halt. 20.000, 2022. 23.000, das ist halt ein Witz. Die Überbleibsel von Ishida Mitsunaris Armee haben sich in die Burg Sawayama zurückgezogen und wehren sich erbittert. Sie sind jedoch nicht das einzige Problem, mit dem Meister Obayakawa und ich zu tun haben. Tief unter der Burg sind auch noch Dämonen aufgetaucht. Warum wundert mich das nicht? Unsere Männer sind überzeugt, dass Ishidas Zorn sie antreibt und ihre Moral leidet darunter. Zu Anschein kann ich dich darum bitten, dich um diese Kreaturen zu kümmern. Ja, natürlich. Weil wer, wenn nicht wir, nach dem Motto, ne? Gut.
gibt auf jeden Fall wieder, ich glaube, 9 Kodamas war's. Aber da es generell nur 25 Kodamas in dieser Region gibt, also in jeder Region, wird das hier wahrscheinlich eine der letzten Hauptmissionen sein. Zumindest für diese Region. Ob wir dann Kelly in noch eine Region folgen, ich weiß es nicht. Also es neigt sich langsam halt wirklich mal dem Ende zu, wobei ich das bei der letzten Region schon gedacht habe. Deshalb ich mich da mal ein bisschen zurück. Kann ich. Nee, dafür brauche ich 3 Punkte. Was kann ich denn rausnehmen? Kann ich nochmal 7 Schuriken rausnehmen. Oder 7 Kunais. Die mag ich eigentlich zu sehr. Ich will Lähmungsschuriken, weil bei vielen Gegnern reichen halt 3 Schuriken nicht. Ich meine, ja, wir haben eine gewisse Chance immer, die nicht zu verbrauchen, aber nichtsdestotrotz. Müssten außerdem jetzt. Da haben wir 3. Ich will das wirklich mal ausprobieren. Vielleicht können wir wirklich mit diesem kleinen Geiststein auch Leben regenerieren. So, ich sehe da wieder einen Kodama auffunkeln direkt. Oh, hi. Sexy. Hast mich überzeugt. Nutzt das jetzt gerade wirklich einfach mal aus mit den Buffs, weil wozu hätten wir sie sonst, ne, wenn wir sie nicht nutzen würden? Fürst Mitsunari ist der, den wir in der letzten Folge bzw. in der letzten Mission besiegt haben und mehr oder weniger auf unsere Seite gezogen haben. Auf jeden Fall ein paar merkwürdige Geräusche im Hintergrund. Okay, Kiss. Doof, wenn man eine Falle auslöst, ne? Ist auf jeden Fall gar nicht mal so hell hier unten. Ich würde gerade sagen, ich sehe dich doch immer noch. Schön. Ich aufmachen. Ja, dich kann ich aufmachen. Okay. Jetzt bringst du mir was. Schatztruhen. Nichts, was ich. Lass mich raten, kann ich nicht von dieser Seite öffnen? Ja. Nee, okay, hat einen Schlüssel. Er braucht einen Schlüssel. Das Loder da hinten so. Komm mal hier rein, bitte. Will nicht unbedingt ausprobieren, was das da hinten ist. Ja. Okay, noch mehr vom Justizministerium. Das ist auf jeden Fall irgendwas ganz Merkwürdiges, was da abgeht.
hinten. Okay, das ist hinter der Wand. Leute, könnt ihr mir bitte aufhören, 35 Millionen Wege aufzuzeigen, die ich gehen könnte? Okay, hier komme ich auf die andere Seite. Na komm, ich habe dich doch gesehen. Komm her. Willkommen. Und zu dir. Dafür. Ja, das habe ich mir gedacht. Überall Dämonen. Das klingt halt hier so hart nach Wasser. Sind wir hier? Was bist du denn bitte? Das ist irgendeine Variante vom Schlammmann. Das ist auf jeden Fall irgendwas sehr Ekelhaftes. Blutbefleckte Klingenstücke. Danke, die brauche ich. So. Okay, das haben wir schon mal. Das beruhigt mich. Dann können wir aber immer noch entweder zu diesem komischen Kessel gehen. Fast in die Falle rennen, was echt peinlich geworden wäre. Überhaupt der Kessel, den wir da eben... Ja doch, das ist der Kessel, den wir eben gesehen haben. Okay. Das ist ein endlos Ding. Komm mal mit. Ja, sehe ich einfach doof. Ja, das ist eine Vorrichtung, welcher Art auch immer, die diese Dinger erstellt. Also produziert. Muss ich nicht haben. Ein Typ, der sich der Laute nennt. Nicht nett, Commander. Einigen wir uns drauf. Okay, der hat Feuerwaffe. Ein Psyker-Clan einfach. Motten. Mal gucken. Das sind. Ja, das ist eine Falltür. Ach, warum Falltüren? Ganz ehrlich. Wer hat sich denn gedacht, dass sowas hier in dem Spiel echt noch nötig ist, bitte? Lass mich raten. Ja, ich hätte gedacht, dass die zu ist. Da oben ist irgendwo ein Schütze. Da. Gefunden. Ich habe genug Pfeile. Will ich unbedingt ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass da nee, da ist kein Wasser dran. Ich würde sogar eher auf Schwarzpulver tippen.
möchte diese Vermutung auf eine Probe stellen. Ich habe doch hier irgendwo ganz viele Bomben. Die William zu doof ist zum Werfen. Manchmal muss ich ja sagen, kann man dieses Spiel echt lesen. So, da ist eine Falltruhe, ein Schalter zum Auslösen, da hinten kommt irgendwas raus. Ist hier um die Ecke. Die nicht, die auch nicht, was? Was ist hier los? Halt, stopp. Verrat. Ich habe gesagt, man kann das Spiel lesen. Was kommt hier raus? Kartmönch? Nein. Ninja. Ah. Kannst ja gar nichts. Rumzuhüpfen. Kommt hier nicht. Hier geht's wieder zu einem Schrein. Nein, auch nicht. Was ist denn hier gut? Ist kein Kodama oder sonstiges. Hier. Ah, hier geht's zum Schrein. Gold. Hm, nützlich. Ich weiß nicht, was das hier für ein Gang ist, wobei. Ne, genau, das war der Gang hier, ja, logisch. Wo ich zu dem Schrein, also an dem Schrein bete. Kurz noch gucken, was sich hier oben verbirgt. Du bist sehr fies, Mister. Glaub mir, ich habe genug Schulden für dich. Ah, er ist tot. Was tue ich denn? Ich möchte nicht, dass die Dinger noch explodieren. Stehe ich nicht so drauf. Okay. Haben wir den Weg auch abgehakt? Hier. Ein Stein aus Holzbrettern. Man muss ja nicht die Logik dieses Spiels hinterfragen, ne? Ja, das sollte ich vielleicht mal ein bisschen buffen. Es gibt halt auch Angriff für unser, also Schaden für unsere Dings. Wie viel Schaden gibst du? Du gibst nur 2 und so kriegen wir mehr raus. Na klar, hier kriegen wir nicht so viel Ninjutsu, dafür Ki-Impuls mehr. Also generell Ki-Impuls. Aber hier kriegen wir halt 4 Ninjutsu-Fähigkeitspunkte, ne? Das ist eigentlich zu verlockend. Ach ja, genau. Was hat das? War auch interessant. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich die Schnellwechselrolle haben. Den kann ich mir beim nächsten Mal holen.
So, das führt uns jetzt tiefer hinab. Das sieht irgendwie gar nicht verdächtig aus oder so. Ich will hier halt jetzt nicht irgendwie anfangen, mit einem Räucherwerk oder so zu arbeiten, um die anzulocken. Nicht das Ding einfach kaputt schießen. Ja, kann ich. Interessanterweise hat es diesmal nicht die Köpfe gekillt. Einfach mal auf Nummer sicher gegangen. Also bei dem bin ich jetzt gerade wieder vorsichtig, nicht dass ich den irgendwie, warum auch immer, mit Feuerangriffen in die Luft jage. Weitergehen. Shit. Was für mein Leben? Ja, es war so klar, dass hier unten wieder Spinnen rumlaufen. Ich habe Spinnennetze gesehen, da muss ich das Vieh noch nicht mal zu sehen, um das zu wissen. Oh Mann. Ich muss hier wieder hochfinden. Ich will das Zeug haben. Da habe ich einmal nicht auf den scheiß Boden geachtet. Ich hasse es. Ja, vollkommen übertrieben, aber ist mir egal. Gut. Ja, ich muss hier runter. Hoch? Weiß ich nicht. Ich anderswo hoch? Weiß ich auch noch nicht. Oh, hier ist so gut wie jeder andere Ort. Nur dass ich hier nichts sehe, wie nichts sehe, was an der Decke ist, weil die Decke zu hoch ist. Sieht aber nicht so aus, als würden da Spinnen einfach runterfallen. Das wäre nämlich sehr fies und würde mir voll den Herzinfarkt verpassen. Wenigstens ist das Spiel so freundlich. Ich habe nichts über Freundlichkeit gesagt. Das Viech kann wirklich kein Feuer abwehr. Halleluja. Und ekelhaft aus sind sie halt immer noch. Die ganzen Knochenhaufen hier sind übrigens sehr vertrauenserweckend. Meine Spinnen eben, aber ich sehe keine Gegner. Ich glaube, er redet von den Leichen hier. Immer wieder Gegner. Das ist irgendwie gerade ein beruhigendes Gefühl. Ich
Ich glaube, fast das schlimmste Level in so einem Spiel wäre so ein Gebiet hier. Du hast nirgendwo Gegner. Du bist absolut paranoid. Also kann mir keiner erzählen, dass man hier nicht paranoid werden würde, wenn hier so gar keine Gegner auftauchen. Ich will hier oben nichts. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Fallgrube, wo man runterfallen könnte. Hey, eine Dunkelkugel. Ist immer noch nicht, was passiert, wenn wir dem einen Typen genug Dunkelkugeln geben. Ich gehe davon aus, dass er uns die Tür geöffnet hätte. Der Weg ist abgehakt. Also tiefer hinten ab. Ja, das war nämlich der Weg. Jetzt geht der Weg nur noch. Ja, natürlich ist der Typ. Es war zu erwarten, dass mich das jetzt treffen wird. Das Feuer. Was sind diese Viecher? Wie gesagt, sind echt ekelhaft. Und im Vergleich zu den Wassermännern brauchen die echt. Also, die haben eine richtig schnelle Projektilzeit, also Wurfgeschwindigkeit sozusagen. Was ich jetzt mal ausprobieren will. Zack. Yes, das funktioniert. Das ist einerseits sehr super, aus dem einfachen Grund, weil es der Logik des Spiels folgt. Was ich persönlich immer gut finde. Auf der anderen Seite. Uns das eine nette kleine Möglichkeit, noch mehr Leben zu regenerieren. Hey, du. Komm mal her. Auf irgendwelche Dinge noch mehr zu werfen, bitte. So, voll aufs Horn. Voll in den Rücken. Das ist was für dich. Wir haben eine Truhe gebracht. Oh, was ist das doch? Wow. Nee, die Viecher sind noch schlimmer, als ich gedacht hatte. Oh. Das Einzige, was halt noch schlimmer wäre an den Viechern, wenn die in ihrem Tod sozusagen noch so eine Explosion auslösen würden. Das wäre, glaube ich, das Beschissenste, was die hätten machen können mit den Typen. Wenn wir sie Typen nennen wollen, was ich eigentlich nicht möchte. Ey, willst du aufmachen? Gibt dann Kodama bei euch dran, ich sehe es genau. Was ist? Er hat ein explodierendes Wasser. Okay. Ja, komm, mach die Tür auf. Der Typ hat keine Lust, die Tür aufzumachen. Immer noch eine der coolsten Kleinigkeiten in. Eine sehr coole Kleinigkeit in Dark Souls 2. Es gibt nämlich eine Tür, die man nicht öffnen kann. Die man aber. Hinter der Gegner sitzen. Und wenn man die Tür einmal haut. Oder irgendwie andere.
Na, weil ich so Geräusche macht, dass man die Aggro der Gegner zieht. Dann, heißt's. Dann hat man den Vorteil in Anführungszeichen, beziehungsweise hat man halt erreicht, dass die Gegner die Tür aufmachen, um nachzugucken, was da los ist. Würde ich mir in mehr Spielen wünschen. Gerade wenn man Gegner durch Türen hindurch sieht. Ich meine, okay, dann macht es wenig Sinn, dass Türen verschlossen sind. Solange man darauf achtet, dass die Gegner einen vielleicht am Anfang nicht sehen und man echt erstmal irgendwas machen muss, um auf sich aufmerksam zu machen. Erwischt. So, kannst mich mal. Ach, hier sind wir übrigens wieder. Ich weiß, wo wir sind. Ganz am Anfang. Spiel. Aber richtig. So, hier muss jetzt genau der Typ wieder sein. Zumindest werden diese Gerätschaften nicht mehr aktiviert. Also die Gerätschaften stehen nicht mehr auf. Würde auch wenig Sinn machen, aber. Logik in Videospielen ist immer so eine Sache. Wenn man sagen muss, dass Nio zumindest ein scheinbar nicht nur durchdachtes, sondern vor allem auch sehr weiß nicht, wie ich es nennen will. Mir schwebt mir das Wort stringent im Mund, aber ich glaube, das wäre das falsche Wort. Dachte, ich kriege die Reinigung hin. Kannst du mal bitte? Wenn es jetzt nicht. Und das Elixier haben wir zurück. Sehr höflich. Also eine sehr klare Logik, genau. Das hat mich da jetzt. Achso, ja, stimmt, der Schütze da oben. Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, wie ich zu dir komme. Was finden wir raus? Vielleicht. Ja, das war jetzt nicht so gut. An dich erinnere ich mich auch noch. Aber da war kein Weg zu dem Schützen. Ja, das war jetzt mehr als nur dumm von mir gerade. So. Nochmal. Okay. Betrunkener Typ. Tödlich gestürzt. Ja, der hätte mich theoretisch zum Beispiel auch davor gewarnt. Was auch immer du vorhattest. Oh, er wollte sich heilen. Nicht nett. Ein Buch. I see. An excess of Amrita causes the subject to swell to unsustainable levels. Kellys Tagebuch. Und du gibst mir, glaube ich, fast die Möglichkeit, dass. Ich kann mir das hier nicht vernünftig angucken. Nee. Das, was ich gerade im Kopf habe, war da. Ist so eine. War noch ein Vorsprung. Danke. Dankeschön. Genau das wollte ich. Und hier müsste irgendwie das andere. Genau hier führt nämlich andere Falltüren.
Viel Lauferei für nichts. Dann nutzen wir die Gelegenheit. Heilen uns über Anbieter. Gar nichts aus, dass es mir einen Pfeil gibt. Pfeile sind nett. Dankeschön. Irgendwo muss es auf jeden Fall einen Schlüssel für dieses Level geben. Das ist auch auf jeden Fall auch eines der Level scheinbar, wo es eventuell Sinn machen könnte, nachdem wir den Boss besiegt haben und den also ich vermute, es gibt am Ende dieses Levels einen Boss, der einen Schlüssel für uns hat. So. Fangen wir da an. Mit unserer Erklärung. Und dieser Schlüssel öffnet die Tür da unten für den Kodama und so weiter und so fort. Das könnte echt mal entsprechend sein, dass es hier in diesem Level Sinn macht, nach dem Boss nochmal durchs Level zu laufen. Irgendwie hier irgendwo müsste theoretisch eine Möglichkeit sein, runterzufallen, um auf den Ursprung zu kommen. Da ist eine Tür. Oh, hi. Ich muss übrigens sagen, ich mag die Typen mit Äxten weniger als die normalen. Aber die mit Schwertern finde ich wesentlich angenehmer. Aber gut. Ja, der hat es trotzdem verkackt. Sieht aus, als würde es hier wieder nach unten gehen. Nee, doch nicht. Es sieht wirklich nur so aus. Auch da hinten ist eine Treppe nach unten. Ich sehe zwei Kodamas angezeigt. So, da ist so ein hässlicher Schleimbatzen. Genau der. Kannst mich mal. Wenn man einmal gelernt hat, wie diese Schleimbatzen halt leichter zu besiegen sind, das ist schon echt. Das ist fast ein Witz. Bei den Typen musst du halt echt eigentlich nur das Horn erwischen. Hier nicht so rum. Ich sehe ich. Blutbefleckte Klingenstücke. Ich denke mal, das sind Schmiedematerialien. Würde ich zumindest schätzen. Warriors, von einem Yuki aufgeschlitzt. Von welchem Yuki? Wobei, es könnte der Typ sein, den ich gerade eben platt gemacht habe, der hier rumpatrouilliert ist. Ich hätte ja persönlich eher erwartet, dass der irgendwie, keine Ahnung, von Trümmern zerschmettert oder sowas. Jupp, das war dumm. Das war auch nicht so ganz, also alles kein Problem. So, ich lege uns auch erstmal weiter mit Amrita heilen. Das Schöne ist halt, wir kriegen die Amrita nicht direkt, sondern wir haben so eine kleine Verzögerung drin. Weil die Amrita sozusagen aus dem Kristall springt, um dann zu William zu fliegen.
Das ist die Tür, die wir eben gesehen haben, die von der anderen Seite zu öffnen war. Das hier ist schon mal abgedeckt. Jetzt fehlt nur noch die Seite, die uns hier runterführt. Und natürlich der andere Weg, der noch offen war. Übrigens die Truhe da links. Toll. Das ist genau, was ich nicht wollte. Ja, Arschloch. Das ist kein Problem. Man muss halt nur mal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Könnte man schon echt werfen, weil ich nicht ganz mitgekriegt habe, wo der Typ hergekommen ist. Ja, Skelett. Der Speerträger. Das ist der Vorsprung, den wir eben gesehen haben, oder? Ja. Gut, das zu wissen. So viele Wege. Ja, ich weiß, das heißt, viele Wege führen nach Rom. Aber wir sind hier in Japan. Da haben wir wenig mit Rom zu tun. Keiner mag mich spinnen. Ganz ehrlich. Habe ich euch schon mal erklärt. Ich schon im ersten Level, in dem ihr überhaupt aufgetaucht seid. Hässliche Mistviecher. Aber ich muss sagen, dafür, dass es hier so ein in Anführungszeichen Spinnenlevel ist, habe ich bisher noch keine einzige Spinne an der Wand oder an der Decke gesehen. Nicht, dass ich mir darüber jetzt beschweren möchte, ne? Aber. Okay, das ist der Weg. Den haben wir. Ich glaube, das war jetzt wirklich alles am Geld. So, von wo kamen wir? Wir kamen von da. So, eine heiße Quelle. Das ist nett, aber gerade nützlich, nutzlos. Ich habe das Gefühl, dass es hier lang geht. Also auch den Gegner. Ist gut, doof. Oh, ja. Finde ich das gut? Ja, auch. Der sogar. Nein. Das war sehr nett von dem. Das Amulett, okay. Nicht das, was ich jetzt hier brauche, aber gut. Ich sehe dich. Na schade, ich dachte, ich krieg's dann fast kaputt. Dann töten wir ihn halt einfach. Das Problem ist, eigentlich würde ich die Folge gerne beenden, aber ohne Schein zum Speichern ist das eine doofe Idee. Ja, das Ding hier ist eine Falle auf dem Boden. Die Frage ist, wo ist denn die Geschosse?
Nicht da an der Wand und da hinten habe ich sie auch nicht gesehen. Also die müssten von da kommen, ne? Ja, da hinten ist der, ist das Feld. Aha. Da hat sich jemand selber ausgetrickst. Ich bin halt einfach zu gut. Sehen wir es ein. Sagen wir es, wie es ist. Da ist das Ziel. Wahrscheinlich muss ich an. Dich da oben sehe ich übrigens. Muss an dem Viech vorbei, um nach oben zu kommen. Um entsprechend dahin zu kommen. Kann nur gut werden. Wegen dir mache ich mir solche Angst. Seriously? Das ist ein scheiß Ernst. Ein bisschen darauf achten, dass ich mich nicht absolut flammiere. Vor allem, weil ich den schon verlangsamt habe. Wird richtig hart geworden. Hey, Schlüsselbund des Gefängniswärters. Okay. Damit können wir jetzt jede Zelle hier öffnen. Entsprechend auch die Schätze holen und alles. Gibt's jetzt viel für uns zu tun. So, war hier hinten nicht direkt eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Hey, okay, noch eine edle Dunkelkugel. Danke, die brauche ich immer. Ja, ich bin gerade absichtlich gegen die Kante gerannt, um entsprechend den Fällen auszuweichen. Dass ich noch so ein Typen mit Fass auf dem Rücken. Das ist nicht nur ein Typ mit Fass auf dem Rücken. Ich habe eine Idee. Ist mir jetzt gerade egal. Ich dachte eigentlich auch, dass ich das Fass treffe. Ich würde sagen, das war äußerst effektiv. Schon der Entflammbare heißt, ne? Dann muss man sich über sowas auch echt nicht wundern. Nö. Ja. Das haben wir. Ne, das sieht so aus. Es wäre nett, wenn uns dieser Weg hier wieder irgendwo recht weit an den Anfang bringen könnte. Schon wieder so ein komisches Schwappen. Nee, das möchte ich nicht. Da unten habe ich einen Kollama gesehen. Okay, eigentlich möchte ich da doch runter. Genau dich habe ich gesehen. Wird. Das ist cool, nein. Das war nicht nett.
überhaupt nicht nett. Okay, ich nähere mich gerade dem Ziel, was ich nicht möchte. Ich hätte ja ehrlich gesagt noch einen. Ich bin ganz sympathisch, noch einen. Und einen Felsen. Hm, guck mal. So kommen wir zu dem. Auf die Treppe, wo der Kodama ist. Oder? Laufen, 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 laufen. Oder auch nicht. So ein Schlangenkopf. Sieht cool aus. Muss man sagen. Das ist ein Kodama. Das war nicht der Kodama, den wir eben gesehen haben. Gut, das ist ein Kodama. Hey, Justizministerium. Alter, wo bin ich jetzt hier? Ah, wie gesagt. Ja. Man kann niemand hier freispringen. Sehr nett. Okay. Das ist, wo wir Kellys Tagebuch gefunden haben. Das ist gut zu wissen. Okay. Haben wir den Weg auch abgedeckt. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal eine ganze Weile Backtracking. Ja, ich weiß, zu unserer Linken ist der Schrein, aber das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt als erstes hier lang, genau hier. Zweit. Gut, dass das genau die Geste war, die wir eh schon aktiv hatten, weil wir so eine komische Wand begegnet sind. Es war eigentlich klar, dass nochmal so ein Viech kommen muss. Und eigentlich war es schon fast klar, dass das hier in diesem Raum passiert, ne? Aber die Dinger erschrecken mich halt trotzdem jedes Mal aufs Neue. Richtig miese Viecher. So, und jetzt müssen wir noch. Ja. Irgendwie zu dem Gang kommen, wo die. Und zwar. Die ganzen. Muss doch sogar der Gang hier gewesen sein, oder? Oder ein ähnlicher Gang zumindest. Mir irgendwie nicht aufgefallen. Aber, nee, doch. Hier waren wir. Nee, klar, ist mir aufgefallen, weil wir von hier aus zurückkamen, weil wir die Tür hier nicht aufmachen konnten. Von dieser Seite aus. Ich erinnere mich. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Nur kurze geistige Verwirrung, aber das ist nichts Neues bei mir. Irgendwo war doch hier so eine Zelle, genau, die wir. Danke. Dafür, dass ich euch rauslasse, weißt du? Euch helfe ich nochmal. Ja, Aziz. Sehr, sehr schuld. Gloves on. Danke dafür. Hallo Kodam. Okay, das waren aber immer noch nicht alle. Gibt noch mehr zu sein.
Shiga Masamune, okay. Jetzt muss ich mich nur noch mal eben zurechtfinden. Die Tür hat man geöffnet. Wo ging es nochmal zu diesen langen Treppen? Wie gesagt, eine Minimap. Wenn es nur eine ist, die wir theoretisch selber erkunden. Also im Sinne von, die wir dadurch, dass wir sie, durch dass wir halt voranschreiten, sie aufdecken, ne? Wäre vollkommen okay. Und ja, ich weiß, bei Dark Souls gibt es auch keine Minimaps, aber Dark Souls hat nicht so krass verschachtelte Level und Dark Souls hat eine in sich geschlossene Welt, die wir hier halt auch nicht haben. Unter uns ist der Kodama, ne? Ja. Wie kommen wir da hin? Das war, wo wir eben durch sind, ne? Keine natürliche Todesursache. Ja, das ist hilfreich. Nicht auf Treppen kämpfen. Merken wir es wieder. Das wollte ich so nicht. Shit. Ja. Mann. Weil ich einmal dieses dämliche Wasseramulett ausgerüstet habe. Also in der falschen Bindung war. Puh, na gut. In der nächsten Folge werden wir uns daran machen, diesen Weg neu zu suchen und dann entsprechend den Typen zu killen und so Amrita wieder zu holen. Wobei, ganz ehrlich, ich mache das jetzt noch ein bisschen einfacher. Bevor ich das nämlich wieder verliere, was da liegt, weil das sind, glaube ich, mindestens zwei Level. Okay, fast zwei Level, Entschuldigung. Ich nicht, ja, ups. Noch nicht mal zum Ansatz zwei Level, okay. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber den Schutz und Fähigkeitspunkte. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ein Buff, der extrem lange anhält, dieser Schnellwechselrolle. Ich muss die erstmal aktivieren. Gut. Und entsprechend Zeit hat. Wir bräuchten 5 weitere Jutsu-Punkte. Holy shit. Müssen wir irgendwo frei machen. Ja, wir bräuchten, wollte ich gerade sagen. Genau. Geht's auch einfach mal eben kurz. Weil wir regenerieren ja eh. So. Soll, falls dieser Buff überhaupt ausläuft, was halt auch echt gut sein kann, dass das so ein Buff ist, den aktivieren wir und das ist halt wirklich eine, ja,
ewig halten, der Buff, bis wir ihn halt verbrauchen. Echt gut. So, wir bräuchten 300.000 Amrita fürs nächste Level. Er läuft. Ich werde noch mal eben kurz jetzt nach der Folge eben, beziehungsweise kann ich auch jetzt schon anfangen, Opfer bringen. Aus dem einfachen Grund, wir haben viel zu viel Stuff in diesem scheiß Inventar. Und ich würde sagen, das war's für die heutige Folge, entsprechend auch für dieses Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt hier in dem Level viel Fortschritt verloren haben, dadurch, dass wir gerade eben wieder gestorben sind. Aber dennoch haben wir viel Fortschritt gemacht und wir werden den Fortschritt auch wieder machen. Also wir kommen da wieder hin, wir werden die den Typen töten und dann den Kodama holen und dann gehen wir letzten Endes zu dem Punkt, wo uns das Spiel hinhaben will. Das sollte man von diesen ganzen Dingens auch echt einfach was verkaufen. Auf jeden Fall, das war's für ja, entsprechend heute und das Wochenende. Hab ich schon gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Und natürlich morgen, also am Montag, geht es wieder los mit neuen Projekten. Ich weiß auch schon, was kommt. Und ich verrate es euch jetzt auch einfach schon. Es kommen nämlich Devil May Cry 4. Sprich noch ein Controller-Spiel, was wieder meine Steuerung, also meine mehr oder weniger Steuerungskomplexe vollkommen über den Haufen schmeißen wird, aber das ist mir dann egal. Und zu guter Letzt kommt natürlich dann Guardian Quest, was ich schon mehrfach angekündigt habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.